Clinton ist jetzt ein Partnerstaat mit EFTA. Und hier sitzt die Stadtrat von Clinton. Und sie haben die Fahne von EFTA neben der amerikanischen Fahne in unserer Stadtratskammer. Clinton liegt auf dem Mississippi-Fluss. Wir haben zwei Brücken für Autos auf dem Mississippi-Fluss hier in Clinton und eine Brücke für Eisenbahn. Unsere Eisenbahnbrücke öffnet. Hier ist die Eisenbahnbrücke und es ist offen für ein Schiff durchzufahren. Diese Brücke ist eine Hängebrücke. Bundesstraße 30 überquert den Mississippi-Fluss hier in Clinton über diesen Hängebrücke. Und hier fließt der Mississippi-Fluss bei Clinton vorbei. Wir sehen mehr von dem Mississippi-Fluss etwas später. Hier haben wir unser Kriegsdenkmal vom Ersten, Zweiten Weltkriege und Korea und Vietnam. Hier fängt unsere Marina an. Wir haben ein Restaurant am Flussufer.
meisten Boote sind nicht mehr ins Wasser wegen Winter. Aber im Sommer hat diese Gegend sehr viel Aktivität. Wir haben drei Lichttürme, die sind während der 30er Jahren konstruiert worden. Das war ein Projekt der Bundesregierung, nur um Arbeit zu schaffen. Im Sommer hat man natürlich sehr viele Tische und Schirme und so weiter. Es ist ein netter Ausblick auf den Fluss, wo man ein Glas Wein oder etwas zu essen bekommen kann. Wir haben diese Marina-Anlage. Die meisten Boote sind jetzt nicht mehr ins Wasser. Sie sind vorbereitet für Winter. Hier ist die Stadtbibliothek von Clinton. Das ist von der Herr Carnegie finanziert, vor mehr als 100 Jahren. Wir sind jetzt in der Innenstadt von Clinton. Hier ist die 5. Avenue. Dieses Gebäude ist etwas interessant, weil es war früher ein Verein, ein Elchverein. Und natürlich deswegen haben sie einen Elchkopf auf diesem Gebäude. Dieser Verein existiert nicht mehr hier in Clinton, aber das Gebäude bleibt. Dieses Gebäude heißt der Van Allen Gebäude. Der Architekt war Louis Sullivan, ein sehr berühmter Architekt in den Vereinigten Staaten vor etwa 100 Jahren. Ich lebe in diesem Gebäude in der Ecke. Und hier ist auch der 5. Avenue. Hier ist auch der 5. Avenue. Hier ist auch der 5. Avenue. Hier ist unser alten Postamt. Leider ist es nicht mehr der Postamt. Das Gebäude steht mehr oder weniger leer und in eine gewisse Gefahr, um abgerissen zu werden.